Hallo zusammen, in diesem kleinen Clip geht es ums Gold. Und ich fange mal direkt mit dem Monat an, um nochmal die Wichtigkeit von diesem Bereich hier zu zeigen. Das ist jetzt also der Monatschart, eine Kerze, ein Monat. Und was mir hier auffällt, ist, oder was jedem auffallen sollte, ist dieser Bereich hier. Das hier war das Hoch vom August 2020 bei 2069,80. Das hier ist es vom 7.3.22 bei 2070,40. Und das hier haben wir vom Mai diesen Jahres bei 2059. Ja, wenn wir hier drüber gehen sollten, da liegt auch das obere Band, sieht es auf Monatssicht weiter gut aus. Auf Monatssicht ist dieser bzw. diese Punkte sind wichtig. Das hier, wo ist denn jetzt mein Fadenkreuz? Da. Das hier ist auf Monatssicht die 1814. Das war das, was wir im Oktober nochmal runtergeklatscht sind. Da sollten wir tun, dies nicht runtergehen, weil das sind nämlich auch die Lows hier vom Januar, Februar und März. Auf Monatssicht sieht es technisch nach wie vor okay aus, aber keine frischen Signale. Dann haben wir die Woche. Jetzt habe ich hier oben, das ist also, das soll keine Linie sein, sondern es ist ein kleines Kästchen in dem Bereich 2070 runter bis 2050. Von der Woche her ist es weiterhin positiv, sowohl über den Trendfolger als auch über den Oszillator ohne Verkaufssignal und sieht in Ordnung aus. Das war eben die 1813, die ich im Monat gezeigt habe. Da haben wir zum Glück jetzt noch einen Punkt bekommen. Das ist ja so eine kleine Linie, da gehe ich jetzt gleich im Tag drauf ein. Also auch von der Wochensicht her in Ordnung. Ja, versuch gerade eben hier das Hoch vom Oktober, vom 23.10. zu überbieten. Aber das reicht mir ehrlich gesagt noch nicht ganz. Und das jetzt hier ist der Tag. So, kommen wir erstmal auf den für mich sehr wichtigen Unterstützungsbereich. Das ist hier die 1833. Das ist von dieser Strecke hier, die wir hatten, von 1810 hoch bis zu 2010, ist das genau das 38er Retracement. Es ist aber auch, das ist diese Linie hier, ein Chartpunkt, den wir hatten auch vom Oktober her. Hier haben wir mal so ein kleines Hoch, abgeprallt, runter, durch und mit Schwung nach oben. Es ist aber auch die 200-Tage-Linie und das untere Band. Also dieser Punkt, und da suche ich mir auch nachher auch den Schein aus, das ist für mich super wichtig. Das sollten wir also tunlichst nicht unterbieten. 1933. Von der Tagessicht her sieht das auch noch alles in Ordnung aus. Es gibt kein frisches Signal, wir sind leicht überkauft, aber nirgendwo irgendwie was Negatives. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir haben dieses Hoch hier, was wir hatten am 27.10., das war bei 2000 und ziemlich genau 10. Da sind wir jetzt gerade dran, das zu überbieten. Aber die 2014, was es momentan handelt, reicht mir nicht, um sagen zu können, so, wir haben das, diesen Hoch korrigiert und wir machen jetzt ein neues Hoch. Das ist zu wenig. Da würde ich von ausgehen, wenn wir so bei 2020, 25 sind und schließen, abends um 22 Uhr deutsche Zeit, dann würde ich sagen, okay, das Ding gilt als gebrochen. Im Moment besteht hier auf jeden Fall die Gefahr eines Doppeltops, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn die Technik noch in Ordnung ist, da müssen wir wirklich drüber, über diese 2020. Das ist sonst zu wenig hier. Was mir ein bisschen beim Gold fehlt, ist diese Eigendynamik. Also nach dem Motto Short Squeeze oder Buyer Stampede, nichts dergleichen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, welches Verb ich dann nehmen soll. Vielleicht passt das beste Verb, ist wahrscheinlich meandern. Das meandert hier so da so langsam hoch, ohne irgendwie die genannte Eigendynamik zu haben. Nichtsdestotrotz, über 2020 wird er bei mir das Gold also auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Scheine hier. Aber dieser Punkt hier ist für mich wirklich für die nächsten Tage, Wochen, Monate der wichtigste, die 1933. Deswegen habe ich mich auch für diesen Schein hier entschieden. Das ist ein 20er Hebel, der liegt da drunter. 1916, der muss aber, wann auch immer man ihn kauft, unbedingt geschlossen werden, so bei 1925, da muss er raus. Da gibt es kein Wenn und Aber. Dann haben wir die eben genannten Linien, Chartunterstützung, Retracement, unteres Band, 200-Tage-Linie unterboten, dann muss er raus. Das ist die UL8JSB. Auf der anderen Seite habe ich einen Put, Moment, den setze ich allerdings hinter das All-Time-High, hinter diese grau schraffierte Linie. Das All-Time-High war bei 2070,40 und ich gehe nochmal dahinter, 2098.
Wenn man den eingeht, muss man aber auch spätestens bei 2080 muss man den schließen. Das ist die UH5152. Also ich mag es nach wie vor. Ich finde es sehr schön, dass es diese Korrektur hier angenommen hat. Und das ist eigentlich der Idealzustand, wenn er jetzt über die 2000, also das Gold über die 2020 geht. Dann sollten wir auch mindestens in die Nähe von diesem ganzen Bereich hier kommen. Soweit ist es noch nicht, aber ich mag es. Ich mag es wirklich. Ich muss sagen, ich habe keinen Grund hier, ich sehe momentan noch keinen Grund, Short zu gehen. Short muss ich erst machen unter der 1933. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.